Der TSC spielt zum Abschluss die Herbstsaison 1:1 gegen den Tabellenführer aus Lafnitz. Wir haben unseren Torschützen zum Ausgleich, den Christian Denk, zum Interview gebeten. Christian, sag uns mal ganz kurz, wie hast du dieses Spiel so erlebt? Hast du noch an so einen Punkt dann gerechnet am Ende? Also mit dem Spielverlauf haben wir eigentlich so rechnen müssen, dass die Lafnitzer mehr Spielanteile haben und dass es für uns eine harte Arbeit wird in der Defensive. Das war uns allen klar. Und ja, 0-1 in der Halbzeit ist dann noch vertretbar, sagen wir so. 0-1 ist immer noch eine gute Ausgangssituation für die zweite Halbzeit. Vor allem dann, wenn wir daheim spielen, haben wir immer noch zweite Halbzeit nachlegen können. Und zweite Halbzeit sind wir dann auch nach vorne hin ein bisschen gefährlicher geworden. Und ja, Gott sei Dank ist mir das gelungen, das Tor. Es war ein schöner Befreiungsschlag in der zweiten Halbzeit und mit ein bisschen Glück kann man vielleicht sogar nochmal gefährlich werden und vielleicht sogar noch den Sieg erspielen, obwohl das sehr glücklich gewesen wäre, muss man schon dazu sagen. Aber ich denke, du kannst zufrieden sein mit dem anderen Punkt heute. Ja, auf alle Fälle. Also die Lafnitzer sind für mich von der Qualität her die beste Mannschaft in der Liga und schätze ja als fixen Aufsteiger ein dieses Jahr. Und von dem her muss man auf alle Fälle zufrieden sein. Ich habe zu dir noch dazu ein wahnsinnig schweres Spiel gehabt, weil sich drei Leute verletzt haben während des Spiels. Wie hast du als Kapitän da die Mannschaft versucht, noch irgendwie mitzureißen oder zu motivieren? Wie war da die Stimmung vor allem in der Halbzeit? Ja, es war vor dem Spiel schon die Ausgangssituation so, dass wir zwei Gesperrte gehabt haben. Was natürlich von vornherein schon ein Nachteil ist, ein kleiner. Und dann mit dem Levin hinten drinnen und dem Schmelzer Daniel, der ausfällt, ist natürlich sehr bitter. Und der Finke, der den Tor noch verletzt aus muss. Was haben wir da tun müssen? Das war klar, dass jeder noch ein Scheifer dazulegen muss und noch mehr sich zusammenreißt, noch mehr Gas gibt. Und nachdem das letzte Spiel war, haben wir einfach nur mehr alles reinhauen müssen, was wir gehabt haben. Alles andere wäre daneben gegangen, muss man ganz ehrlich so sagen. Jetzt hast du wieder eine unglaublich erfolgreiche Herbstsaison gespielt, kann man sagen, als Topscorer beim TSC und einer der Besten in der Liga. Wie ist dein Gesamtfazit jetzt nach dem Herbst? Ja, also wenn man auf die Tabelle schaut, von den Punkten her, ist es unglaublich. Mit dem hat fast keiner gerechnet, ich selber auch nicht, muss ich zugeben. Der Start war holprig, war, muss man sagen, leider auch nicht so zu erwarten. Große Kaderveränderung, neue zusammengewürfelte Mannschaft, da funktioniert nicht alles von Anfang an, das ist klar. Die Mannschaft muss sich da erst entwickeln, was wir dann auch gemerkt haben im Laufe der Saison. Sind wir immer besser zusammengefunden. Und ja, alles ist jetzt auch nicht rosig. Natürlich, wenn man so einen schönen Lauf hat, ist immer alles schön. Aber vom Spielerischen her müssen wir natürlich arbeiten, dass wir da besser überzeugen können am Platz. Auch in der Defensive haben wir noch Schwächen, so ist es nicht. Aber im Großen und Ganzen muss man zufrieden sein. Dann freuen wir uns schon aus früher. Ja, voller Zeit. Vielen Dank. Danke.